Ganz Fußball-Hamburg schaut heute auf diesen Platz und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier ist Jegel Sports bei der Partie aus der Landesliga. Es geht um die Tabellenspitze. Der ETSV Hamburg empfängt den Düneberger SV, Tabellenplatz 1 gegen 2. Beide Mannschaften trennen nur 2 Punkte. Es gibt also keinen richtigen Favoriten heute. Wir würden sagen, schnallen Sie sich an. Jetzt geht's los. Der ETSV gegen den Düneberger SV live bei Jegel Sports. Viel Spaß! Ja, liebe Zuschauer, der Trainer vom ETSV ist bei mir. Ich glaube, unter dem Spitznamen Yassi kennt dich, glaube ich, jeder. Ja, so ist es. Yassi, unter der Woche hast du gesagt, eine Favoritenrolle gibt es nicht so wirklich heute. Aber was kann doch noch den Unterschied machen heute bei dem Spiel? Ja, ich habe das ist richtig, das habe ich gesagt. Und zwar einfach nur basierend auf den Fakten. Wenn zwei Mannschaften nach 23 Spieltagen, ich sage jetzt mal, der Konkurrenz so davon eilen, dann gibt es keine Favoritenrolle. Ich denke mal, dass das heute auch eine Tagesform sein kann. Die Entscheidungen sind vielleicht nur ein paar kleine Schrauben, die heute wirklich entscheidend sein können. Und da denke ich mal, ist auch die Tagesform absolut entscheidend. Beim Hinspiel war es ein 2:2. Ihr habt an der 90. Minute noch das 2:2 geschossen. Was macht die Mannschaft heute vor? Wollt ihr hinten erstmal die Null stehen? Oder wollt ihr erstmal ein Tor schießen, um das Spiel in eure Richtung zu lenken? Auf was können wir uns einstellen heute? Wäre ideal, wenn wir natürlich ein Tor machen könnten und dann ein bisschen abwarten, das Ganze gestalten können. Aber nein, wir wollen hier halt eben guten Fußball spielen. Ja, die Abschlussfrage, eine habe ich noch. Unter der Woche ist bekannt geworden, du hörst am Ende der Saison auf, an der Seitenlinie, gehst dann in den Sportvorstand. Kann man über den Zeitpunkt der Verkündung diskutieren? Wie hat die Mannschaft das aufgenommen, jetzt vor dem Kracherspiel heute? Also wir haben eigentlich gar nicht das so kundgetan jetzt in der Mannschaft. Das war gar kein Thema, weil seit mehreren Wochen ist so ein bisschen bekannt, dass ich halt eben mich ein bisschen zurückziehe aus der Trainerfunktion. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte dem Verein einfach die Möglichkeit geben, dass auch um das Team herum ein Team gestaltet werden kann. Und das ist meine Aufgabe. Und das war kein Thema. Also das ist kein Thema gewesen. Prima. Dann danke ich dir für das Interview. Ein spannendes Spiel und viel Erfolg heute. Danke. Ja, danke euch auch. Danke. Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, Thomas Nowotny aus der Geschäftsführung vom Düneberger SV ist bei mir. Thomas, erste Frage vorweg. Wie ist der Puls vor diesem Kracherspiel? Ja, ich glaube, leicht bis stark erhöht. Prima. Das letzte Heimspiel von euch war ein 1:1, in Anführungszeichen. War das vielleicht im richtigen Moment der Weckruf vor diesem Kracher hier? Ich denke schon, weil ich sag mal, 13 Siege in Folge wären vielleicht ein schlechtes Omen gewesen. Und das war genau der richtige Weckruf, um heute Gas zu geben. Wir haben gehört, im Vorfeld sind über 250 Karten beim Düneberger SV angefragt worden an den Auswärtsfans. Das spricht für den Verein, das spricht für die Sympathie, aber auch für die Wichtigkeit des Spiels heute. Und für uns ist es natürlich das Spiel der Saison. Es geht um den Platz 1 in der Liga, es geht um den direkten Aufstieg, demzufolge werden wir alles geben. Und ich denke, 250 werden nicht reichen. Werden nicht reichen. Wir werden ganz klar hinstellen. Da hinten stehen sie schon aufgereiht. Ist einiges los hier. Jetzt brauche ich noch einen Spieltipp von dir und dann bist du entlassen. Wie geht's aus heute? Ein schönes 2:3 in der 88. Minute. Also 2:3 für Düneberger SV, das tippt Thomas Nowotny. Ich bedanke mich und wünsche dir ein spannendes Spiel. Danke ebenfalls. So, das war's. So, liebe Zuschauer, Spitzenspiel, 24. Spieltag, Landesliga, Showdown im Kampf um die Tabellenspitze. Über 500 Zuschauer sind gekommen, sehr, sehr viele vom Düneberger SV. Heute geht es um so viel auf dem Weg in Richtung Oberliga. Der Düneberger SV mit Anpfiff und wir gehen rein in die Partie und zeigen Ihnen die erste Szene für den Gastgeber Düneberg. Hier mit dem Spielaufbau, ja, der Ball von Handtusch landet beim ETSV und die kommen dann über schnelles Kombinationsspiel zur ersten Gelegenheit. Erster Torabschluss für den Gastgeber. Ja, die dann den Raum nutzen und dann auch schnell den Abschluss suchen, der Ball aber Zentimeter vorbei. Nächste Szene und wieder der Gastgeber, wieder der ETSV, die suchten den Weg nach vorne. Hier hätte es eigentlich den Pfiff geben müssen, aber hier kommt der Pfiff. Hier gibt es den Pfiff gegen Keeper Handtusch. Der Illich von den Beinen holt, der Unparteiische zeigt auf den Punkt, 26. Spielminute. Jetzt heißt das Duell Metidi gegen Handtusch im Tor. Metidi
1-0 für den Gastgeber, der ETSV. Geht in Führung durch Metidi. Schauen wir noch mal drauf. Handtusch hat die Ecke, aber nicht den Ball. Schön platzierter Ball. Der ETSV geht mit 1-0 in Führung hier. Nächste Szene. 5 Minuten später. Ballgewinn in der Eigenhälfte vom ETSV. Und die machen schnell. Verlagern auf die andere Seite. Hier ist Ilic am Ball. Bringt den Ball nach innen. Kusi Kwame. Und dann kommt hier der Block. Und Ilic wieder am Ball. Und Ilic. Und er netzt ein. Vorteil laufen lassen vom Unparteiischen. Und Ilic erhöht zum 2-0 für den ETSV. Nochmal drauf geschaut. Kusi Kwame hier hat viel Platz. Bringt den Ball nach innen. Hier der Block und Vorteil. Und dann Ilic. Bleibt cool vor Handtusch und netzt ein zum 2-0 für den ETSV. Ja, Düneberger SV, die versuchten sich immer wieder spielerisch da zu lösen, aufzubauen. Und dann solche Szenen. Hier Ballverlust, nicht auf der Höhe. Und dann Ilic, der hat viel Platz. Ilic, der geht an die Latte. Wäre beinahe das 3-0 gewesen. 100%ige Chance von Ilic. Schauen wir nochmal drauf, der da super schnell reagiert und wie viel Platz er hat. Vor Handtusch entscheidet sich für rechts oben. Ein Stück zu hoch. Lattenknaller für den ETSV und Ilic. Ja, Düneberger SV, die spielten aber trotzdem noch mit. Tarek Koskun wechselt die Seite. Der Ball kommt jetzt auf Unwegen zu Corwin Behrens. Achtung, Corwin Behrens! Der ist drin! Anschlusstreffer, das 2-1 von Corwin Behrens. Keeper Klaassen da auf dem falschen Fuß erwischt. Aber klasse, wie Behrens hier hinterläuft. Bekommt hier den Ball. Ja, und kann sich dann durchsetzen gegen alle da hinten. Ja, und Klaassen auf dem falschen Fuß erwischt. 1-2. Jetzt wurde es nochmal spannend. So, aber jetzt gehen wir in die Halbzeitpause. Da gibt es wunderschöne Bilder von Jachobau, wenn Sie noch einen Handwerker Ihres Vertrauens suchen. Viel Spaß! So, also rein in die zweite Halbzeit. 2-1 für den ETSV, die jetzt wieder hier am Ball sind. 56. Spielminute und versuchen den nächsten Angriff hier zu fahren. Werden aber gestoppt. Es gibt den Freistoß an der Strafraumgrenze. Das ist eine Sache für Veli Sulemani. Und jetzt Achtung, Veli Sulemani, der geht ganz hinten rein. 3-1 Führung. Für den ETSV, Schock für den Düneberger SV, die sich viel vorgenommen hatten in der Halbzeitpause, bekommen jetzt gleich den nächsten Treffer, eingeschenkt durch Veli Sulemani. Nächste Aktion dann aber mal für Düneberg. Der nächste Lattentreffer, Julian Wolter, haut das Ding an die Latte. Nächste Aktion aber wieder für den Düneberger SV. Viel Verwirrung im Strafraum vom ETSV. Nur Joe Wambier behält die Übersicht. Anschlusstreffer 2-3. Der war wichtig. Ja, viel Chaos da im 16er. Aber Joe Wambier behält die Übersicht und netzt ein zum 2-3. Jetzt waren es die Minuten vom Düneberger SV. Der nächste Angriff und die super Flanke auf Marvin Möller. 3-3. Ich glaube, da hätten einige nicht mehr dran geglaubt. Schauen wir noch mal drauf. Super Laufweg. Setzt seinen Körper ein und netzt dann ein. Marvin Möller. Ausgleichstreffer von Düneberger SV. Jetzt wurde es aber richtig heiß hier. Nächste Aktion. Und der nächste Treffer für den ETSV. Malte Puchner, 77. Spielminute. 4-3, der ETSV wieder vorne. Tore satt hier bei diesem Spitzenspiel. Ja, und es gab nicht nur Tore, nächste Aktion. Achtung, Arvid Dükkier.
Ja, der Schiedsrichter faul, gelb und er hat schon gelb. Ampelkarte. Ungünstiger Zeitpunkt für den Düneberger SV jetzt mit 10 Mann. Und da ist wieder Veli Sulemani. Alle Achtung, Veli Sulemani. Boah, Traumtor. Absolutes Traumtor von Veli Sulemani. Da schauen wir nochmal drauf. Der passt ganz genau. Freistoßkünstler vom ETSV Hamburg. Unhaltbar. Rechts oben rein. Ja, mit diesem 5:3 war noch nicht Schluss in dieser Szene. Hier hatten wir eigentlich einen Foul gesehen an den Düneberger SV. Und alle warteten auf den Pfiff vom Unparteiischen, der die Partie aber laufen ließ. Und ja, der ETSV netzte dann ein zum 6:3. Das war's vom Spitzenspiel. Der ETSV gewinnt mit 6:3, bleibt an der Tabellenspitze und baut seinen Vorsprung aus. Das war die Bewerbung für die Oberliga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt noch die Interviews. Bis bald. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, der Kapitän vom ETSV ist bei mir, Kusi Kwame. Kusi, 6:3 im Topspiel. Hast du das so erwartet? Wie fällt dein Fazit aus? Nee, gar nicht eigentlich. Ich hatte es ein bisschen enger erwartet. Aber muss sagen, Düneberg war sehr stark gefährlich. Aber wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. In der ersten Halbzeit steht es 2:1. Da kam noch so ein Lucky Punch von Düneberg. Was habt ihr euch in der Halbzeitpause gesagt? Ja, einfach so weitermachen. Ne? Viel Ballbesitz. Aber am Ende genau haben wir dann lange Bälle gespielt, weil wir verletzte Spieler hatten. War so, muss man sagen, trotzdem unter Kontrolle gehabt das Spiel. War das heute die Bewerbung für die Oberliga? Auf jeden Fall. Wir werden es beobachten. Kusi, vielen Dank. Feiern noch schön. Schönen Abend. Ja? Dankeschön, danke schön. Ja, liebe Zuschauer, der Gästekapitän ist bei mir, Corbin Behrens. Corbin, 6:3 am Ende. Habt ihr euch sicherlich anders vorgestellt. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, absolut haben wir uns das anders vorgestellt. Gar keine Frage. Wir wollten schon was mitnehmen hier. Ne? Aber ja, geil zurückgekommen, zweite Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen. Das spricht für die Truppe, spricht für die Moral. Das spricht einfach für den Verein, für das, was wir uns jetzt das ganze Jahr erarbeitet haben. Ja, wir hätten gerne was mitgenommen. Am Ende ist es anders gelaufen. Sehr, sehr schade, aber ja, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Mit welcher Idee seid ihr aus der Halbzeitpause gekommen? Da stand es ja 2:1. Ihr habt ja noch den Anschlusstreffer gemacht. Ja, wir wollten nicht passiv spielen. Wir wollten aktiv bleiben. Und wenn du hinten liegst, dann willst du aktiv Fußball spielen. Und gerade wenn es auch um einiges geht hier. Ne? Wenn man gewonnen hätte, wäre man Erster gewesen. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte man eben haben, wenn man Fußball spielt. Aber ihr habt Moral bewiesen. Ihr seid auf 3:3 rangekommen. Dann fällt das 4:3. Gelb-rote Karte. War das so ein bisschen der Knackpunkt dann? War dann die Luft raus? Ja, die Luft war nicht raus, aber klar, wenn du mit einem Mann weniger gegen eine absolute Top-Mannschaft spielst, dann wird es natürlich immer schwieriger, gar keine Frage. Aber ja, ich habe mir beim 3:3, wie gesagt, einiges ausgerechnet, dass man hier noch vielleicht einen Dreier mitnehmen kann. Aber ja, 5:3 passiert dann halt und über 6:3 sprechen wir besser nicht. Abschlussfrage. Die Zuschauer waren heute mit der großen Fanbewegung da, muss man sagen. Hast du noch was für die Zuschauer heute? Ja, ein Riesenkompliment an alle, die da waren. War eine unfassbar geile Kulisse. Also ich glaube, in der Landesliga ganz Hamburg hat über das Match gesprochen in der Landesliga und das ist ganz, ganz stark. Und ja, ich glaube, jeder, der hier war, ist auf seine Kosten gekommen. Komm, Mutterwischen, die Saison hat noch ein paar Spiele, ist noch alles drin. Absolut. Danke fürs Interview. Danke. Ja, liebe Zuschauer, eine Stimme haben wir noch. Der Gästetrainer Dennis Tornipot ist bei mir. Dennis, 6:3 am Ende. Das hast du sicherlich anders hier vorgestellt. Wie fällt dein Fazit so kurz nach dem Spiel aus? Ja, ich glaube, wo wir das 3:3 machen, hat man so gedacht, okay, es ist einiges möglich. Aber letztendlich geht der Sieg für ETSV, glaube ich, in Ordnung. Einfach die spielerische Dominanz, die sie hatten. Du sprichst es gerade an, ihr seid auf 3:3 rangekommen. Nicht das Gefühl gehabt, hier könnte noch was kippen? Ja, wo wir das 3:1 kriegen, hast du erstmal so einen kleinen Genickbruch gehabt. Und dann machen wir innerhalb von 4 Minuten das 3:3. Hast hier eine Atmosphäre, wie sie hier, glaube ich, noch nie war. Ein gefühltes Heimspiel mit unserer Kulisse, mit unseren Fans im Rücken. Und da war einfach so ein bisschen Aufbruchstimmung. Aber kriegen wir dann halt so ein Eiertor zum 4:3. Und das war dann quasi der Genickbruch. Und, ja. Vielleicht dann auch durch die gelb-rote Karte? Ja, da stand, glaube ich, auch schon 5:3 oder das 4:3 und dann genau, ja. Das 5:3 dann gefallen. Abschlusswort zu den Zuschauern. Wie hast du sie erlebt heute in großer Fanbewegung hier? Ja, wie gesagt, ein Heimspiel für uns eigentlich. Geile Kulisse, wer sich da alles auf den Weg gemacht hat und was man auch schon im Vorwege mitbekommen hat. Hut ab, was unsere Jungs da aufs Parkett gezaubert haben von außen. Dennis, ein paar Spiele sind noch, 18 Punkte sind noch zu vergeben. Ich wünsche dir viel Glück, wir schauen drauf. Danke fürs Interview. Ne? Danke.